Mein lieber Wirt, wir speichern. Hat sich dieser Kultist dort einfach noch verborgen? Hinter diesen Büschen. Ah ja, so ist das also. Was ist denn das alles weiß? Hier ist der Zauberer, ne? Genau. Wir gehen mal dorthin. Sehr schön. Und müssen jetzt unser... Wo ist denn unser... Ich muss mich gerade mal orientieren. Ja, die sind jetzt alle müde. Das ist mir klar. Hier ist es. Hier ist es. Hier ist unser geliebtes... Wie heißt das nochmal? Brennender Zauberer. Ja, so heißt unsere Unterkunft. Hervorragend. Die Musik in Berikos kennen wir ja schon, zu Genüge. So, rein da. Hallo Leute. So, sehr gut. Dann, Krea, du brauchst Identifikationszauber zuhauf. So. Und hier nehmen wir, ihr kennt ja schon das Spielchen, unsere guten Bären rein. Und dann schlafen wir erstmal oder bringen wir erstmal Sachen hoch. Haben wir was jetzt schon zum Hochbringen? Nee, wir müssen erst identifizieren. Ja. Wir müssen erst identifizieren. Okay, dann schlafen wir jetzt mal eine Runde. Die sind ja eh erschöpft. Da werden sie uns dankbar sein, dass wir jetzt mal eine Runde schlafen. Und zwar diesmal als König. Das haben wir uns verdient, nachdem wir jetzt so siegreich wieder zurückkommen nach Berigost. Ah, das ist unglaublich bequem. Diese Seidenlaken und dieses schöne gefärbte Baldachin über uns. Ach, frei von Staub. Nicht so staubig wie im Bauern- oder Händlerzimmer. So, wunderbar. Dann können wir jetzt identifizieren. Das ist eine Schurkenrobe. Kennen wir schon. Wir geben mal alles einfach an Minsk. Genau, der kann das dann gezielt gesammelt nach oben bringen. Also erstmal die ganzen Roben. Auch nochmal eine Schurkenrobe. Geht auch an Minsk. Und das ist eine... Probe des Reisenden. Kennen wir auch schon. Geht auch an Minsk. Sehr schön. Dann, hier haben wir noch ein Schwert. Was bringt uns dieses Schwert? Das ist ein Langschwert Bus 1. Das können wir verkaufen. Das geht an Branwen. Alles, was wir verkaufen können, geht an Branwen. Dann Blitzstäbe, glaube ich, sind das. Oder so ähnlich. Stab des Frostes. Ja, sehr gut. Und hier nochmal. Stab des Frostes. Wer kann die Stäbe des Frostes benutzen? Leider nur Krea. Leider nur Krea. Die kann auch nur Krea benutzen. Den hier kann auch nur Krea benutzen. Ja, und den Stab des Blitzes kann auch nur Krea benutzen. Wir geben die dann mal an Minsk erstmal, würde ich sagen. So. Was haben wir denn hier noch? Noch ein Stab. Der schaut aber sehr besonders aus. Und das ist ein Stab der Lähmung. Geben wir auch an Minsk, weil ich glaube, den kann auch nur Krea benutzen. Ne? Ja, schade. Wir haben so viele coole Sachen, die aber nur Krea benutzen kann. Ist gar nicht so gut. Es wäre cool, wenn es die anderen auch benutzen könnten. So, ich glaube, das war es jetzt mit Identifizieren. Einen Stab haben wir noch. Genau, aber ich glaube, wir haben keine Identifikationszauber mehr, oder? Brauchen wir auch nicht. Stab des Schlafes. Das Stab erzeugt einen goldenen Energiestrahl, der ein Ziel auf bis zu 18,5 Meter Entfernung, das ist weit, mit einem Radius von 4,5 Meter anvisiert. Gelingt dem Ziel der Rettungswurf gegen Zauberstäbe nicht, fällt das Wesen für zwei Phasen in einen tiefen Koma gleichen Schlaf. Sehr schön. Den kann sogar jemand anderes benutzen. Den geben wir mal Yahaira. Das ist erfreulich, dass sie den benutzen kann. Finde ich cool. Stab des Himmels kann sie auch benutzen und Stab der Furcht, das kann sie auch benutzen, ne? Warum hat denn da Branwen keine? Die hat auch einen, aber Stab des Himmels hat sie keinen. Und sie hat ja zwei, oder? Ne, sie hat keinen zwei. Gut, dann machen wir das mal so. Das finde ich cool. Hier noch ein paar Kugeln wäre doch auch nicht so uninteressant. Ja, genau. So, das können wir stacken. Da können wir vielleicht auch noch ein paar Kugeln kaufen. Sie hat noch, aber auch nicht mehr so viele. Ja, dann kaufen wir vielleicht mal ein paar Kugeln plus zwei. Inzwischen sind wir ja reich. Bevor uns das Geld wieder von irgendjemandem weggenommen wird, benutzen wir es lieber selber. Oder? Machen wir so. Gut, können wir da noch irgendwas zusammenlegen? Weil das scheint mir sehr ineffektiv zu sein. Ja, das geht. Die anderen können wir nicht zusammenlegen. Aber die da doch. Die doch. Doch, die können wir zusammenlegen. Und die hier auch. Bloß da sind es ein bisschen zu viele. Und da haben wir noch einen Pfeil plus 1. Ach stimmt, genau, ich erinnere mich, wir haben gegen den Dämon einige Pfeile verbraucht. So, damit ist alles identifiziert. Gibt es noch irgendwas, was wir nach oben bringen wollen? Nee.
Hera kann die noch verteilen, die Beeren. Die können wir hier nicht stacken. Gut, ja, Hera, bevor wir es vergessen, mach du mal deine Bärenaktion. Und dann soll Minsk die Sachen nach oben bringen und dann schlafen wir nochmal, damit wir unsere Zauber wieder zurückbekommen. Und dann holen wir uns ein paar Kugeln vom Schmied. Und dann würde ich sagen, geht's wieder zurück nach Ulgots Bad, weil wir haben ja dann noch diese Insel oder dieses, ja, diesen Hafen, den wir da irgendwie erkunden sollen. So, dankeschön, Jahera. Das war gut. Das hast du wunderbar gemacht. Ach, das geht nicht. Dann nimmst du die und du die. Mein Auto macht du die. So. Ja, du bringst die Sachen nach oben. So schaut's aus. Und in unsere Kiste hinein. Das wären diese Roben hier. Diesen Stab, den behalten wir natürlich. Klar. Das war's auch schon wieder. Okay. Ist er überlastet? Nee, er ist nicht überlastet. Warum geht er denn dann so komisch langsam? Sehr merkwürdig. Ja, echt. Wir haben 16 Heldentränke. Die müssen wir echt mal benutzen. Drei Leute können das benutzen. Er hat selber zwei, dann sollten wir vielleicht mal zwei oder drei an Jahera geben. Ah, der Charakter ist natürlich jetzt im Moment zu weit entfernt. Hätte ich dran denken können, dass man das nicht durch das Stockwerk, sozusagen durch die Bohlen hier durchgeben kann. Aber naja. So, das passt. Ich speichere ab und dann schlafen wir nochmal. Nein, wir schlafen noch nicht. Wir müssen ja erstmal umstellen. Hier wieder auf unsere Zauber. So. Und hier bitte auch. Da. Daps. Sehr schön. Ich hab genug davon. Und wir schlafen wieder als Händler. Wir wollen ja nicht übertreiben. Wir wollen ja nicht, dass uns der Erfolg zu Kopfe steigt. Und dann geht's zum Schmied. Mal schauen, was der uns zu erzählen hat. Wir haben leider keine Ankeg-Panzer für ihn. Die sind ja immer sehr lukrativ. Ich freue mich, dass wir da so eine super Taktik gegen diesen Dämon gefunden haben. Das war gut. Und vielleicht, wenn wir gerade hier sind, können wir ja doch nochmal bei diesem Zauberer vorbeigehen und schauen, ob der noch mehr von diesen Stäben hat. Weil diese Taktik scheint mir doch sehr gut zu sein. Ja, wir wollen nicht alles, was du machen kannst. Wir wollen eigentlich Kugeln plus 2 kaufen. Er hat keine Kugeln plus 2, sondern nur Kugeln plus 1 leider. Das ist alles Zeug, das wir ihm verkauft haben. Dann kaufen wir Kugeln plus 1, würde ich sagen. Und zwar 8 Stück für jeden 4. Passt das? Das waren dann aber 80. Nee, das passt nicht. 80 soll Kria. Dann hat sie nur 80 Stück. Die kann sie da oben reinpacken. Weiß nicht, ob ich da so begeistert von bin. Ja, lassen wir. Ne, wir kaufen nochmal. Wir kaufen nochmal 80 Stück. Er hat gar nicht mehr so viele. Er hat nur 70 Stück. Okay. Dann kaufen wir die. Und dann hat Kria auch nochmal ein paar. Gut. Und dann gehen wir. Warum ist das eigentlich so groß hier? Dann gehen wir doch nochmal zum Wirt in Ulgots Bad. Denn ich verschwinde jetzt. Und kaufen dort vielleicht auch nochmal ein paar Kugeln plus 2. Hat denn nicht jemand anders auch noch Kugeln plus 2 anzubieten? Ich weiß es nicht. Ich dachte schon. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Gorion wäre auf eure Taten stolz. Ja, Gorion ist jetzt hier nicht. Und wir sind jetzt hier beim Zauberer. Also mal Konzentration. Die können nämlich auch Skelette auftauchen. Ist ja schon öfters mal passiert. So, jetzt hier rein bitte. Hohe Hecke und dann ansprechen. Magische Gegenstände, genau, da interessieren wir uns dafür. Was haben wir denn hier Schönes? Wir hatten hier Blitzkugeln, das hört sich auch sehr cool an. Was ist das denn? Bei jedem Treffer leitet das Ziel 1W6 Schadenspunkte durch Elektrizität. Ist schon cool, ne? Aber auch mega teuer. Oder? Er hat 300. Wir bekommen 5, glaube ich, immer. Das heißt 10 pro Kugel. Naja, so teuer ist das gar nicht. Da haben wir Eiskugel und Feuerkugel.
Ich finde Blitzkugel ganz cool, weil gegen Elektrizität sind, glaube ich, die wenigsten immun. Wir nehmen da einfach auch mal. Aber da 20 nehmen? Das wären 1000 Gold. Ja, komm. Ist doch cool. Wer hat das jetzt gekauft? Sie, ne? Okay. Dann teilen wir das auf. Dann nehmen wir hier mal 50, glaube ich, oder? Ist das die Hälfte? Ja, 50 ist die Hälfte. Und das geht an sie. Sehr schön. Die hat jetzt hier diese einzelne Kugel. Was ist denn hier los? Wollen wir die nicht noch hier reinpacken? Ja. So, und dann die anderen 50 gehen an Krea. Ja, Blitzkugeln. Auch cool eigentlich, oder? Ja, die lassen wir mal hier unten. So, dann wollen wir noch mehr kaufen. Ja. Wir könnten hier Pfeile plus 1 kaufen und so weiter. Aber dafür können wir eigentlich auch mal nochmal bei diesen komischen Kobolden vorbeigehen. Da wäre es auch interessant. So, dann haben wir hier Feuerschutztrank, Explosionstrank, Infravisionstrank, Magieabwehrtrank, Regenerationstrank, hört sich auch gut an. Drei Phasen an, in denen pro Runde 2 Trefferpunkte regeneriert werden. Trank der Einsicht, Schutzformeln, dann Zauber, da müssen wir mal bei Krea gucken, ob sie noch irgendwas benutzen kann. Aber ich glaube, da haben wir schon alles Gute, haben wir schon. Ja, alles Gute haben wir schon. Stab des Schlafes, Stab der Furcht, das Horn von Katzkarott und die Klaue von Katzkarott, die Robe des Erzmagers, da haben wir uns schon eingedeckt. Kopf eines Lindwurms, haben wir das an ihn verkauft. Ah, er kauft die Lindwurmköpfe offensichtlich. Und das sind Zauber, die wir ihm verkauft haben. Die Roben haben wir ihm, glaube ich, auch verkauft, oder? Naja, weiß nicht. Das Horn von Katzkarott wäre noch interessant. Aber ich glaube, das hat auch einen großen Nachteil, ne? Der Anwender lernt eine unbekannte Schadensmenge, genau. Wir werden immun gegen Zauber des ersten und zweiten Grades. Und die Klaue kann nur durch Fluchbrechen wieder abgenommen werden. Und RK-Bonus hätten wir, Rüstungs... was ist RW? Rüstungswürfe, glaube ich. Rüstungswürfe-Bonus. Und Rüstungswürfe-Malus plus 4 gegen den Tod. Ja, haha, aber das ist auch nichts für uns eigentlich. Nee, schade. Er hat so einen Stab, wie ich ihn gesucht habe, hat er nicht. Nee. Gut. Hm. Dann vielleicht noch ein paar Eiskugeln. Ja, das ist. Eiskugeln hört sich auch lustig an, ne? Das ist übertrieben. Wir gehen jetzt wieder. Dankeschön. Das ist eigentlich ganz super gewesen, der Einkauf. Wir haben zwar nicht das bekommen, was wir haben wollten, aber dafür andere schöne Dinge. Auch bei den Schutzformeln hätte ich noch schauen wollen, eigentlich. Schutzformeln gegen Versteinerung wäre nämlich auch nicht schlecht gewesen, wenn wir noch eine gehabt hätten. Aber ich glaube, die hatte er nicht. Und wenn, dann haben wir die schon gekauft, wenn ich mich nicht täusche. Naja. So, jetzt geht's wieder zurück. Nach Ulgutsbacht. Und dort schauen wir beim Wirt, weil der Wirt hat ja auch noch einige coole Sachen. Oder sollen wir bei den Kobolden vorbeischauen? Die waren... Da war ein Eingang, ne? Da war ein Eingang. Sollen wir mal kurz gucken. Liegt es auf dem Weg? Das liegt nicht auf dem Weg, ne? Aber so weit ist es auch nicht. Ich gehe mal hier hin. Wir schauen mal, vielleicht hat der auch noch was Cooles. Der Händler dort. Was war denn mit dem nochmal los? Da war doch irgendwas. Wo war der Händler? Da war irgendwo doch auch ein Händler hier. War da ein Händler? Ich schau mal auf die Karte. Haben wir da irgendwas eingemarkiert? Tempel, Jenkals Haus. Boah. Ich weiß nicht. Was ist das hier? Dorf Gullikin. Na super. Ich weiß nicht, ob hier ein Händler war. Ich hab's vergessen, ehrlich gesagt. Ich gehe mal hier zu Jenkals Haus. Wenn dann ja hier, oder? Wenn das einzige Haus mit Namen ist. Nee, da ist niemand. Oder doch, da geht's ja noch runter. Da geht's ja noch runter eine Stufe. Da ist ja die Treppe. Ah, und stimmt, hier ging es doch auch irgendwo hin. Hier ging es dorthin. Ja, genau. Hier ging es dorthin und irgendwo ging es auch in diesen Weinkeller. Ah, naja. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier ein paar Kobolde finden. Da sind doch schon welche. Und, kommt mal her. Genau, da können wir unsere Pfeile auffüllen. Aber dafür sollte sie vielleicht nicht gerade die Pfeile nehmen, die wir danach auffüllen wollen, sondern die normalen. Hallo, Leute? Macht doch mal weiter hier. Machen hier vielleicht auch keinen Fernkampf mit unseren sehr wertvollen Dingern.
Wir wollen ja genau unsere Pfeile auffüllen eigentlich. Also sollten wir genau das nicht machen. Tja, Imon kriegt jetzt hier kräftig eine drauf. Das ist schlecht. Warum kämpfen die eigentlich nicht mit? So, Imon, du ziehst dich zurück. So, war das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Im Moment schaut es nicht so aus, als wäre es eine gute Idee gewesen. So, Imon dann vielleicht doch mit dem Fernkampf. Mit dem normalen Pfeil. So, den haben wir. Ihr beide geht mal auf den. Sehr gut. Na, vielleicht war es doch eine gute Idee. Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich feststellen. Wir sind auf jeden Fall verletzt, aber das ist ja kein Problem. Wir können ja dann irgendwo schlafen, in einem Dorf oder so. Da ist noch ein Feind. So, den haben wir auch. Gut, damit hätten wir jetzt alle Feinde gekillt. Kriegen auch Erfahrung und vor allem, und das ist das, auf was es mir ankam, diese besonderen Pfeile. Ja. Wie viel haben wir uns denn da jetzt geholt? Ich glaube, es waren so 20 oder sowas, oder? 22. So, Krea, du kannst die identifizieren. Und dann hätten wir wieder 22 Feuerpfeile. Ja. Das hätte eigentlich nicht schlecht. Eigentlich läuft es nicht schlecht. Wir müssen jetzt nur Imoin ein bisschen heilen. Imoin, du kommst mal hier vor. Und dann haben wir doch hier bei Yahaira einen tollen Heilspruch. Genau. Und da kommt währenddessen ein Feind, den die beide besiegen können. Genau, das war's auch schon. Dann Minsk müsste eigentlich, ja. Krea, das kannst du vielleicht auch besorgen, indem du hier hochgehst. Und dann müsste, ja. So, Krea, du identifizierst und gibst das an Imoin weiter. Ja, passt. Super, Imoin geht's immer noch nicht so gut. Da haben wir aber noch mehr Zauber anzubieten. So. Keine Ahnung, wie das kam, dass Imoin da so niedergeprügelt wurde, in Anführungszeichen. Aber es ist offensichtlich passiert. So, nochmal einen normalen Heilzauber und dann war es das. Da ist sie bei 58. Ja, dann passt das. So, sollen wir noch mehr Feinde triggern? Oder soll man jetzt sagen, das war's? Ich glaube, wir triggern noch ein paar mehr. Da kommt ja schon einer vorbei. Ja, umso besser. Your doom approaches. Ja, wo ist er denn jetzt hin? Ja, das hat sich jetzt richtig gelohnt. Ein verschwundener Feind. Da ist noch einer. Da kommt er um die Ecke. So, jetzt aber. Und noch einer. Die sind einfach so schnell, ne? Deswegen. Sehr gut. Hat da schon wieder jemand mit dem Feuerpfeil geschossen? Ich weiß es nicht. So, Krea sammelt die Pfeile ein. Agreed. Da müsste noch einer sein. Ja, hier ist einer. Sehr gut. Und Krea, identifizier bitte. Und dann geht das an Minsk. Ja. Und ich würde sagen, so spannend ist es jetzt auch wieder nicht. Jetzt reicht's auch. Aber gut zu wissen, dass wir hier diese Feuerpfeile uns besorgen können und auch ein bisschen Erfahrungspunkte. Immerhin 35 pro Kobold. Das ist gar nicht so wenig. Gut. Wo ist die Treppe? Da. Wir würden gerne die Treppe hochgehen. So. Und jetzt raus. Und zum Händler. Gibt es hier einen Händler? Da war dieses Wein-Ding. Wein im Sinne von wirklich Wein. Nicht weinen, sondern Wein. Hallo? So. Ist hier ein Händler? Ich glaube auch nicht. Nee. Denn ich verschwinde jetzt. Tja, Händler ist hier Mangelware im Dorf. Da unten wäre noch. Da ist noch ein Haus und da unten wäre noch ein Haus. Gehen wir zuerst mal hier hin. Habe ich jetzt die richtige Taste gedrückt? Natürlich nicht. So. Ist hier ein Händler. Da ist jemand. Halblingsmann. Wieder zurück! Lass die Omi in Ruhe. Ja, machen wir doch. Da ist auch nichts. Nee, ich glaube, hier gab es keinen Händler. Letzte Chance, das Haus hier unten.
Obwohl, hier gibt es auch noch eins. Ich glaube, war hier oben nicht der Händler? Ah, ich bin unsicher. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Kann sein. Da ist niemand. Denn ich verschwinde jetzt. Nee, da ist niemand. Da ist schon wieder niemand. Ich verschwinde jetzt. Denn ich verschwinde jetzt. Dann jetzt noch die letzte Chance hier. Weil das alles nichts war, dann ja, reisen wir weiter nach Ulgotsbad. Ganz eindeutig. In die Pürte, ja, das ist auch kein Händler. Aber wenn wir schon hier sind, schauen wir dann nochmal kurz nach. Da ist niemand und unten ist auch niemand. Gut, dann geht's nach Ulgotsbad. Denn ich verschwinde jetzt. Ja. Auch nicht schlecht. So, wo kommen wir denn da raus? Da müssen wir hier runter marschieren. Da. Gut. Was es mit dem auf sich hatte, weiß ich auch nicht mehr. Halblingsfrau. Die hat irgendwas gesucht, oder? Irgendein Kind? Irgendwas? Ich weiß es nicht mehr. So. Hallo? Ja. Dann geht's jetzt nach Ulgotsbad. Sind wir auch da? Müssen jetzt erstmal schlafen, weil wir sonst wahrscheinlich wieder erschöpft sind. Ein paar Pfeile haben uns besorgt. Also es war nicht ganz für umsonst. Ah, genau, bei ihm wollten wir auch noch einkaufen. Ich erinnere mich. Und zwar hatten wir uns interessiert für die Kugeln plus 2. 10 Stück verkaufte davon. Dann kaufen wir noch die gleich mal. Und Pfeile plus 2 verkaufte auch. Finde ich auch nicht uninteressant. Aber Pfeile haben wir noch genug. Das passt jetzt erstmal. Wer hat denn jetzt die Kugeln genommen? Sie nicht, weil sie nicht mehr bei ihr reingepasst haben. Dann hat sie keiner genommen, oder wie? Ah, nee. Wirklich? Wird dies dann automatisch gelöscht, wenn das der erste Charakter nicht nehmen kann? Schaut so aus, ne? Ich finde es jetzt gerade nicht. Die sind ja doch recht auffällig. Das sind ja so... Oder nee, das sind die. Das sind die Kugeln plus 2. Sehr gut. Okay. Krea kann im Moment keine nehmen. Das soll mal alles Jahera nehmen. Ganz einfach. Und Krea kann die 20 nehmen, weil wir die ja hier oben nochmal stacken können. Ja, sehr gut. So machen wir das. Genau. Ja, das geht leider nicht zum Stacken. Jetzt haben wir wieder Kugeln ohne Ende. Dafür können ein paar Pfeile an Imuin gehen. Und die Kugeln können auch nochmal an Jahera gehen. Ja, da tauschen wir. Genau, da tauschen wir. Und du kannst das hier oben reinmachen. Dann hast du auch noch ein bisschen mehr Platz. Das ist doch gut. Die Stäbe hat im Moment Minsk. Und sie hat auch nochmal Pfeile dabei. Die können wir aber nicht da oben reinmachen, ne? Ne, weil sie eine zweihändige Waffe hat, glaube ich. Daran liegt das. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. So, dann schlafen wir jetzt erstmal. Ich habe genug davon. Genau. Wie ein Händler, bitte. Und sind gerüstet und gestärkt und können jetzt eventuell zu diesem Hafen aufbrechen. Mal gucken, was derjenige da erzählt. Wir haben hier, glaube ich, irgendwo noch einen, mit dem wir auch noch nicht gesprochen haben, mit Delph Tisvarion, genau. Was? Also. Jetzt geht's aber los hier. Ich vermute, ich kann euch nicht helfen, oder doch? Bitte beeilt euch, denn heute Nacht schließe ich für immer. Was, er schließt? Hat er einen Laden, oder wie? Guter Händler, worum sorgt ihr euch? Ihr seht bekümmert aus. Diese Behandlung dulde ich nicht. Ich werde meine Geschäfte woanders machen. Kein Grund, unhöflich zu sein. Wollt ihr mit mir Geschäfte machen oder nicht? Nehmen wir das Oberste. Ja, ihr sagt alles. Ihr sagt alles schön, schön, aber Goldmünzen lasst ihr keine liegen. Immer dasselbe. Die Leute kommen rein und sagen schön, schön und gehen wieder. Ich habe keine Geduld mehr für dieses. Sieht nett aus, fühlt sich gut an, aber gekauft wird nichts. Wollt ihr etwas kaufen oder nur sagen schön, schön und wieder gehen? Ich wäre vielleicht interessiert. Sagt doch, womit genau gehandelt wird. Warum macht ihr den Laden dicht? Sicherlich nicht wegen eurer fröhlichen Natur. Von eurem überheblichen Getue habe ich echt genug. Hinterhältige Ratte, lebt wohl und auf Nimmerwiedersehen. Wir nehmen als Erste. Mit was handelt er denn? Ich verkaufe die ganzen kleinen Kinkerlitzchen für die Touristen in Durlaks Turm. Aber jetzt sind keine da. Wegen der Räuber auf den Straßen bleiben die Leute weg und ich bleibe auf diesem ganzen Kram sitzen. Schlüsselsteine habe ich in allen Formen und Größen. Einige habe ich bei den Ruinen der Elfen gefunden und einige habe ich selber gemacht. Vielleicht sind einige davon gut oder alle sind schlecht, aber sehen sie nicht nett aus? Ich sage euch, was ich tun kann. Ich verkaufe euch alles, was ich habe, für einen ganz, ganz niedrigen Preis. Nur 500 Goldmünzen. Dann gehe ich heim, wo sie glänzenden Nipp zu schätzen wissen. Kauft ihr jetzt oder geht ihr? Naja, wir können es jetzt nicht wirklich brauchen, weil wir ja in Durlaks Turm schon waren. Also der Handel ist gemacht oder für den Preis ist das zu teuer. Senkt ihn ein bisschen oder ich habe keinen Bedarf.
Das ist das Dumme mit der Jugend von heute. Sie schätzen die schönen kleinen Nippsachen im Leben nicht mehr. Überhaupt nicht. Geht und lasst mich in Ruhe. Es wird euch noch allen leid tun. Ich schließe nämlich. Geht, verschwindet. Okay. Oh, jetzt ist er weg. Diese Stadt ist ein Schandfleck. Sie hätte besser gar nicht gebaut werden sollen. Da war das wahrscheinlich, oder? Ich habe einen Gelegenheitsarbeiter namens Guy Keen kennengelernt. Er sagte, er hätte Sachen zu verkaufen, aber das ist bestimmt nur ein Haufen Müll. Der kam mir nicht ganz geheuer vor. Nee, das war der nicht. Ein seltsames Geschäftsangebot. Ein seltsames Geschäftsangebot hier oben. Ein nervtötender Gnom hat mir den gesamten Warenbestand seines Ladens angeboten, aber mit so viel Kram kann ich nichts anfangen. Ja, genau, aber wir waren ja schon im Baldursturm und sind da auch schon durch.